Es war in jenen letzten Sommerferien damals im Schwäbischen, als wir den Rasen unseres Vaters mähten. Die Bienen summten in den Gräsern, der Apfel stand in voller Blüte und aus den Bergen lockte süß der Ruf der wilden Amsel. Hier kommen wir gerade aus der Garage. Im Heidekraut, da ging ich wohl mit Edeltraut und zwischen uns ein Krügelchen mit eingelegtem Sauerkraut. Wir rühren es dem Barbarock, damit der Sinn der Pfeife rocht. Da haut er uns die Hosen voll. Söhne, ihr sollt mähen. Der Rasen muss geschnitten werden, der da hoch zum Himmel wachsen will. Die gräserne Ebene muss von eiserner Hand aufs ebenmäßige Maß gestützt werden. Habt ihr das verstanden, Söhne? Jawohl, unser Vater, wir haben es verstanden. So mäht denn, ihr Recken, der Rasen wartet. Im Heidekraut. Doch es sollte anders werden in diesem Sommer, denn etwas Neues, Unbekanntes trat in unser Leben. Unser kleines Glück war in Gefahr. Könnte wesentlich kürzer sein. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir überhaupt gar nicht. Die Söhne sind nicht in Form. Brauchen Luftveränderung. Klimawechsel. Na. Mal sehen. Vom Astro, der kalte Bruder im nassen Grunde. Sylt, Heizklima, Seeräuberinsel. Da geht's hin, Wunder der Kurverwaltung. Und der Rasenmäher kommt mit zum Training. Verbinden Sie mich mit dem Hauptquartier der deutschen Kurverwaltung. Schon am nächsten Morgen verließen wir unsere Heimat in Richtung der Nordseeinsel Sylt, wo uns die Kurverwaltung ein Zimmer in der Pension Irmgard zugeteilt hatte. Verehrung, Frau Meli, jemand antwortet auf Suppe Vater und Söhne zur Steigerung der Mähfähigkeit des hiesigen Reizklima. Ach, die jungen Herren aus den Bergen, wie angenehm. Ich hatte gerade mal eben noch ein bisschen die Dielen gebonert. Also normalerweise kommen mir ja keine Männer ins Haus. Man hat ja so seine Erfahrung. Sie müssen nämlich wissen, dass das hier ein anständiges Hotel ist. Die Kurgäste wollen sich schließlich erholen. Aber wir können ja mal eine Ausnahme machen. Kommen Sie, ich habe Ihnen den Westflügel hergerichtet. Ach, meine Dessous. Was machen die denn hier? Die trage ich mal abends, wenn ich romantische Geschichten lese. Was soll man hier sonst auch abends machen? So, dann werde ich Ihnen mal ein kräftiges Frühstück machen für morgen früh. Für die Kondition. Aha, konstatiere Übereinstimmung mit Kosten der angestrebten Arbeitsmoral. Innerer Schweinehund gewissermaßen erledigt. Ei, ei, Captain. Zum Befehl. Das ist Nächtle. Wieder ein roter weniger. Genau wie damals im Kessel vor Stalingrad. Das waren noch Zeiten. Gegenschlag. Drei, abgelehnt. Zwei, ebenfalls abgelehnt. Eins, akzeptiert. Ha, Schlappschwänze. Nichts als Pappeln im deutschen Eichenwald. Jetzt kommt der Wüstenfuchs. Ah, heimgekehrt aus der Wolken, eisigster Greue. Grüße wir dich, du tapferer Tiger der Sonne. Schlage vor, zu Ehren der gefallenen Figuren eine kleine Gedenkminute einzulegen. Thank you.
laut und der Iwan steht vor Moskau. Rekruten, machen Sie Meldung, machen Sie Meldung. Aha, konstatiere wachsende Begeisterung für deutsches Kulturgut. Erlaube mir, diese Motivationssteigerung bereits auf das Reizklima zurückzuführen. Söhne, da spüre ich die Schönheit der Männergespräche unter sich. Unsere Nacken sollen glänzen wie der schwärzeste Kragenspeck in der heißen Abendsonne. Denn wir sind der Geist im Rettich der Jahrtausende. Heil dir, unser Vater! Ah, das Frühstück. Die erste Mahlzeit des Tages. Pflegte ich stets mit dem Führer persönlich einzunehmen. Brautische sie auf, was Küche und Keller zu bieten haben. Wird's bald! Guten Morgen, die Herren. So, für den Vater eine kräftige Sylter Frühstücksbouillon nach eigenem Rezept. Na, würzig, gut. Kann mich nicht erinnern, jemals so gut gespeist zu haben. Und Nachschlag, der deutsche Mann muss essen. Jawohl, der deutsche Mann muss essen. Und den Rest. Jawohl, essen, der deutsche Mann muss essen. Sehr gut. So, Frühstück hiermit beendet. Schlage sammeln der Truppe in. Na, 2 Minuten vor dem Hauptportal vor zur verschärften Mähübung. Ich kann gern noch ein Töpfchen aufsetzen. Erlaube mir verbindlich, deine vorübergehende Unpässlichkeit anzumelden. Söhne, ihr müsst die erste Mähübung alleine durchführen. Bringt mich hinauf in die Kammer, ich vertraue euch. Habt ihr auch die Bilder gesehen über dem Kopf unseres Vaters? Ja, da war die Wirtin drauf. Sie hatte nichts an. Sie war nackt. Aber vielleicht war es nur ein Traum oder wir haben uns das einfach eingebildet. Ich habe sie gesehen. Ich glaube, ihre Haut ist so zart wie eine Pflaume vom Baum im Garten unseres Vaters. So wie die großen Weichen? Ja. Ich habe auf einmal Angst, dass die Wirtin viel wichtiger wird als Vater. Vielleicht mähen wir dann nie wieder Rasen. Das will ich nicht. Wir müssen die Wirtin vergessen. Da ist sie. Hier sitz ich ganz allein in meinem kleinen Ruderboot. Kleinen Ruderboot. Und rings um mich herum die wilde See, die mich bedroht. See, die mich bedroht. Ach, käm ein starker Seemann, der mir hilft in meiner Not. Verzag nicht, schöne Wirtin, denn wir bringen das ins Lot. Ich wär so gerne deine Seemannsbraut und du mein Kapitän, Juchre. Und wenn der erste Schnee dann taut, bist du zurück auf See, Juchre. Du schickst mir Karten aus Rio und Hawaii. Und wenn du wiederkommst, gibt es Spiegelei für uns zwei. Vater liegt einsam zu Hause und fühlt sich krank. Auf sein Schädel fällt gleich ein Schrank. Verdammt, noch ist Polen nicht verloren! Einen bösen Plan. Ich wusste es. Musik.
also musste es kommen. Mann gegen Mann. Wir werden uns hier unter der roten Sonne und unter Fahlast im Nord der Zeuge ist traditionsgemäß duellieren. Na gut, ich füge mich den Willen des Schicksals. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Hymne des Hörers, ich muss grüßen. Genau, und jetzt heißt es Schnipp, Schnapp, Schnipp. Und jetzt die Beine. Der Arm bleibt dran. Natürlich, aber jetzt kommt die Rübe ab und dann ist Feierabend. Moment. Wieso? Oh, und ich habe einen Paketbrief für Sie. Oh, ein Paket für mich, wie schön. Schneiden Sie mir mal das Band auf. Aber gerne. Der alte Paketbriefträger. So eine gemeine Aktion, gehobelter Specht. Nur weil ich die Post bekomme. Aber eins sage ich, Sie haben meine Pipi getrunken. Nur, dass Sie es wissen. Ich weiß. Und ich kann nur sagen, es war wunderbar. Ehrlich? Ja. Ich liebe Ihren Urin. Er war rein und klar. Schön wie eine Mondnacht unter der Taiga, in der ein einsamer Soldat fern und von der Truppe versprengt und dem Heulen der sibirischen Wölfe lauscht. Oh Vater, ich liebe Sie. Wir müssen uns umarmen. Das geht nicht. Ah, die Söhne. Sehr gut. Eure Zipfel sind außer Gefahr. Unsere Zipfel? Ach, das war halt so ein Hobby von mir. Ist vielleicht jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Entschuldigung. Na, oh, schwamm drüber. Nun ist ja doch noch alles schön geworden. Aber was soll denn jetzt passieren? Die Dinge haben sich geändert. Hier unter der roten Sonne, vor der Gischt der wilden Nordsee, werden wir einander Lebewohl sagen. Vater? Ja. Werden wir jemals wieder Rasen mähen? Das werden wir ganz bestimmt. Eines Tages werden wir wieder gemeinsam Rasen mähen. Every day, year by year, undisturbed in his peace. Boatsman knows the sun go down from his bench beside the sea. One by one they will come. All the memories from the past, like how. So fuhren wir hinaus auf die wilde See. Wir legten uns kräftig in die Ruder, denn vor uns lag die neue Welt und bis dahin war noch ein weiter Weg. And I sure won't make it undone, boy. The sailor is here tonight. You may relax. The maybe morning. But I think that we are leaving home. You're touching the shore, boys. So what shall I see? The rivers are changing, and I watch you from the lighthouse of my life. So we're getting in the anchor chain, pulling on the ropes and getting ready for a new refrain. The fire is on, we seem to be burning for long, and I sure won't let it burn down, man. The sailor is here tonight, you may relax, but maybe a morning, but I think that we are leaving home. You're touching the shore, boys, so what shall I see? Changing, so I watch you from the lighthouse of my life.